Okay, Servus, liebe Deutschlerner. Herzlich willkommen in meinem Kanal. Heute möchte ich mein weiteres Video präsentieren. So wie ich jedes Mal sage, diese Videos erstelle ich für Goethe-Zertifikat B2, sprechen Teil 1. Also los. Mein Thema heißt behinderten Menschen helfen. Ich habe mich für dieses Thema entschieden, weil ich dieses Thema sehr interessant finde. Meinen Vortrag habe ich in drei Teile gegliedert. Als erstens werde ich mehrere Möglichkeiten beschreiben. Weiters nenne ich Vor- und Nachteile und zum Schluss äußere ich meine Meinung aus. Ehrenamt und freiwillige Arbeit machen für uns sowohl Spaß und Sinn als auch Freude. Man kann in vielen Bereichen solchen Menschen helfen, zum Beispiel in der Schule, im Kindergarten oder im Krankenhaus auch. So, jetzt komme ich zu mein, jetzt würde ich Vor- und Nachteile diskutieren. Der größte Vorteil meines Erachtens nach ist, dass es nicht nur Spaß, sondern auch Sinn macht, so wie ich schon erwähnt habe. Der nächste Vorteil meiner Meinung nach ist, es gut für den Lebenslauf. Alle Arbeitnehmer sind daran interessiert, ob ihr Mann etwas Ehrenamtliches gemacht habt. Der dritte Vorteil meiner Ansicht nach ist, dass es einfach uns bessere Gefühle gibt. Damit meine ich, dass man sich als Mensch einfach super fühlt. Also man bekommt sehr gute, positive Gefühle. So, jetzt komme ich zu meinen Nachteilen. Bevor man etwas Ehrenamtliches machen will, muss man sehr gründlich überlegen. Also nicht nur, also ich meine hier behinderten Menschen helfen. Manchen Persönlichkeiten passt es einfach nicht. So generell bin ich fest überzeugt, dass freiwillige Arbeit den behinderten Menschen keine Nachteile haben soll. Deswegen, ich persönlich habe keine Nachteile gefunden. So, jetzt komme ich zu meinem Fazit. Ich persönlich würde wünschen, dass die behinderten Menschen schon eine professionelle Hilfe bekommen würden. Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr gescheit. Wir können natürlich auch helfen, aber professioneller Einsatz ist viel mehr wichtiger und sinnvoller. Also das ist nur meine Meinung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns bei meinem nächsten Video. Also dann auf Wiederhören.